Au, 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 au. Ach, aber wir haben ja Autoheilung und alles, ne? Eigentlich war es ganz interessant, in einem Fass eingesperrt. Ich glaube, meine Schutzkuppel hat ein bisschen was abgefangen. Meine nicht? Ich habe keine. Oder zählt deine für mich mit? Natürlich. Wenn, wenn ich die große Kuppel stehen habe, schon. Okay. Huch. Es krabbelte aus dem Boden heraus. Ist es denn ein Maulwurfsartiges? Oder besser gesagt, ich mache da sogenannten heiligen Schild drumherum. Mhm. Ich gerade gelesen, da können die Gegner nicht durchgehen. Ah, wie gemein. Ich kann sie alle gefangen nehmen. Der Monster Bondage Killer ruft. Gleich stopfe ich ihn zurück ins Fass. Ich glaube, irgendwie, da erzählt uns da einen vom, ne, und so weiter. Vom Hund? Ja, ich weiß nicht. Also, wer in einem Fass wohnt, der kuschelt vielleicht auch noch mit weiblichen Kartons. Und keine Ahnung, was dabei rauskommt. Mir gefällt es ganz gut, diese Aquädukte zu erforschen. Was viel Sammelwasser, Exof. Ja, hier, der gute Ode Tombino. Ne, keine Ahnung, jetzt habe ich zwei Sprachen kombiniert. Seid vorsichtig, Gavin. Er könnte verflucht sein. Oje! Ich habe ihn gewarnt. Der Schmelztiegel sollte nun sicher sein. Hebt ihn auf! Hebt ihn auf! Ach, das war ein Quest. Du darfst ihn aufheben. Armer junger Mann. Wenn ich gewusst hätte, dass der Schmelztiegel mit einem Fluch versehen war, hätte ich ihn nie mitgenommen. Wenn ihr mich in Kaldee... Hauptsache, er verpfeift sich. Geh mit Gott, aber geh. Weil der Typ, der war doch jetzt wirklich nervig, aber sowas von. Oh. Ach ja, du hast jetzt dein Juwelier bekommen. Ah, ach, das ist dieser Hansel. Jo. Okay, ah, scheiße, da muss ich mich ja noch öfter mit dem auseinandersetzen. Ja, der quatscht aber nicht so viel, du musst ja nicht mit ihm reden. Okay. Geht ihr schon einmal vor. Ich werde zurück in die Stadt gehen. Ja, ich gehe auch mal zurück in die Stadt. Dann gehe ich mit. Gehst du mit mir, großer, starker Kreuzritter? Ich kehre in die Stadt zurück. Bin schon weg. Ja, ich habe gerade so einen kleinen Blitz verschwinden sehen. Dann komme ich mal nach. I'm back, baby. Hallo, der Herr Schmied. Zu dem muss ich immer als erstes. Wie der Chris Bolt bei Diablo 1. Bei Diablo 1 war auch das Inventar halt eben so mini, da mussten wir eh ständig Nein, zu dem das rennen. Werde ich nicht tun. Du sollst es nicht reparieren. Ach ja, man sollte auf Wiederverwerten klicken. Alteisen! Ja, der Gegenstand darf unwiderruflich zerstört werden. Neuer Handwerker, Juwelenschmied. Ich weiß. Mit dem Zeug, das ich da schon gelagert habe, müsste ich bald einen Schrottplatz aufmachen können. Dann musst du mal hingehen. Zum Kronjuwelenmann. Ach, der wird mich jetzt am Anfang natürlich nochmal ein bisschen zulabern. Nö, was denn? Glaub nicht, oder? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ah, geht einfach direkt auf Herstellen, okay. Ja, den kann ich dann gleich mal ein bisschen ausbilden, so. Belohnungen. Die muss man dann freischalten, oder wie? Was? Ah, benötigte Handwerkerstufe, okay. Ach, Belohnung für die Ausbildung, okay. Da kann man dann wohl bessere Edelsteine herstellen. Ja, da kannst du deine Edelsteine aufwerten. Wenn du genügend von der gleichen Sorte hast. Du, ich bin mal kurz für 5 bis 10 Minuten AFK. Okay. Oh, sie haben den Erfolg errungen, juhu. Da fühle ich mich doch gleich viel erfolgreicher. Okay, gucken wir uns das nochmal genauer an. Plus 4 zufällige magische Eigenschaften. Da kann was Gutes dabei rauskommen oder Scheiße, glaube ich. Dann müssen wir irgendwann mal probieren, aber im Moment mal noch nicht. Noch ein paar mehr Juwelen sammeln, ein bisschen was lernen. Nick, der Grubenkämpfer, nein. Miriam, wie weit hatte ich dich denn aufgerüstet? Nee, so dringend brauche ich die auch nicht. Krümelchen, was hast du denn? Ihr solltet sie euch mal ansehen. Ja, ich sehe. Nur was teuer ist, ist auch gut, oder wie? Das sieht mir alles nicht so toll aus. Sonstiges. Ja, das werde ich nach und nach mal aufkaufen, weil ihr seht ja, das ist ziemlich teuer. Das wird halt so Gegenstände. Das werden so Gegenstände sein, ne? Wird für Kanaiswürfel für die Transmutation von Edelstein verwendet. Ja, muss man alles nach und nach aufkaufen. Hat man einen Grund, das Spiel weiterzuspielen? Gegenstände zurückkaufen? Nein, will ich nicht. Das will ich nicht, mein Herr. Habe ich hier was Neues? Oh. Jagdfieber war ja, glaube ich, zusätzlicher Hass, ne?
Ach nee, Bewegungsunfähigkeit. Was habe ich denn hier? Neue Maßanfertigung. Erhöht Krähenfüße, Totgewalt, Stachelfall und Geschützturm um 100%. Also bleibt länger stehen. Erhöht die maximale Anzahl der Aufladungen und die Anzahl der Stachelfallen. Das ist natürlich schön. Das könnte doch wirklich nützlich sein. Was haben wir denn hier noch? Erhöht die maximale Anzahl, bla bla bla. Nachtschatten, eure Primärfähigkeiten erzeugen mehr Hass, ist immer gut. Tja. Erhaltet einen Bonus entsprechend eures Waffentyps. Nachtschatten macht zusätzlicher Hass, das will ich eigentlich gern haben. Blutrache erhöht maximalen Hass. Weil ohne Hass keine guten Abilities. Blutrache. Ja, okay, das kann man eigentlich so lassen, würde ich sagen. Bum, 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 bum. Hallo, Krümelchen, fang. Hast du drei Bälle zum Spielen? Ja, die Jungs haben ja eh schon zwei Krümelchen. Also, wie kommst denn du auf sowas? In deinem Alter. Ich möchte nicht mehr mit dir gesehen werden. Ah, hallo, Carla. Was laberst denn du? Ich war nur ein weiterer adliger Höfling des Palastes. Aber ich habe immer davon geträumt, ein so berühmter Dichter zu werden wie Solan. Habt ihr sein Werk gelesen? Es bringt das Herz zum Singen. Meine Fähigkeiten sind nicht annähernd mit seinen vergleichbar. Aber ich vermute, das seht ihr schon selbst. Ja, bei so einem Hut. Wenn das Flüstern der Wüstensande in der Nacht verstummt und die tausendfachen Lichter der Sterne in der Dunkelheit verschwimmen, werde ich dich in der Leere finden. Meine Liebe wird aus mir strömen, wie die Worte aus meiner Feder. Hätte ich das gewusst, dass das Erfahrungspunkte gibt, dann hätte ich das früher schon mal gemacht. Kommt her, hab ein paar neue Sachen, die ihr euch ansehen könnt. Ja, deine neuen Sachen, die werden Güteklasse abgrundtief sein. Und ein Wucherer ist er auch noch, der Kasper. Also was, für welchen Schrott der da so viel Geld will? Also ihr seht ja selbst, es wäre brauchbar, wenn wir nicht ständig so viel gute Beute finden würden. Und ich glaube, es macht mehr Sinn, einfach selbst dann irgendwas herzustellen, als bei dem da zu kaufen. Außer man hat wirklich mal großes Glück. Ja, ja. Dein Gott hat gesagt, ich bin cool, du musst mich nicht zulabern. Wenn das nächste Mal die Zeugen kommen, dann sage ich ihnen auch, ich habe das schon mit ihrem Chef geklärt. Miriam, hast du was? Wahrscheinlich nicht. Brauchen wir wirklich nicht. Bubenkämpfer brauchen wir nicht. Ich glaube, dann kann ich zurückgehen. Da dürfte es ja noch einiges zu entdecken geben. Ja, ich gehe jetzt einfach mal ohne Smooth voraus. Wir sind uns ähnlich, ihr und ich. Echt? Aber diese anderen, der gefallene Engel, die Hexer, sie benutzen euch für ihre eigenen Zwecke. Aber du! Ihr habt euch entschieden, ihre Marionette zu sein. Obwohl die Macht eures Geburtsrechts euch zu einem Gott machen könnte. Ich bezweifle, dass das ein gutes Ende nehmen würde. Wer Macht sucht, wird oft davon zerstört. Kein Grund, so abfällig zu werden. In Kürze werde ich diese Welt wieder beschreiten. Dann werdet ihr schon sehen, was ein Nephalem erreichen kann. Okay. Soll das eine Drohung sein, mein freundlicher Herr? Der ist doch freundlich, oder nicht? Hat nur ein bisschen einen Besen im Arsch. Ach, da oben geht's gar nicht weiter. Ich dachte, das wäre auch noch ein Weg. Okay, dann schauen wir mal hier, was wir hier finden können. Diese riesigen Knochen, naja, ich weiß nicht. Treffen wir jetzt riesige Wüstenwürmer, wie ich es vorhin noch so ein bisschen ja quasi erhofft hätte, damit ich darauf reiten könnte? Entweite Gebeine. Huah, da kommt ja sogar einer raus. Ha. Ja, tolle Wurst. Wenn ich es nicht auseinanderbauen könnte, würde ich ihn fast dazu zwingen, es wieder mitzunehmen. Eine Sache verunsichert mich aber hier bei diesem Aufstieg. Es ist so ruhig. Ah, ein Speicherpunkt. Das heißt, hier passiert gleich was. Meine Archive liegen unter der Wüste. Möglicherweise genau unter dem Ort, an dem wir uns gerade befinden. Die Horadrim konnten sie nicht zerstören. Sie konnten nur die Tür hinter ihnen verriegeln. Und ich habe noch immer die Schlüssel. Moment, du bist aber nicht stofflich. Wie kriegen wir jetzt die Schlüssel? Ich bin böse.
Ich bin so böse, ich bestreiche mein Brot mit der Billigkopie von Nusbli. Außerdem benutze ich einlagiges Toilettenpapier und falte es 5-mal. Es hat mich bespritzt. Das will ich nicht haben. Das kann ich nicht tun. Ich bin die Nagelschere, die eure Flügel abzwickt und das Skelett da hinten kämmt ein bisschen. Das mag ich gar nicht. Oh, ui, 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 ui. Da habe ich jetzt wirklich eben nicht drauf geachtet. Zum Glück hat der Bildschirm dann so ein bisschen rot geleuchtet. Gegner, die mal eine Herausforderung sind, aber auch nur, weil ich allein bin jetzt, oder wie, hä? Es muss halt auch mal ohne meinen Leibsmu gehen. Ja? Ja? Okay. Ich zerstöre archäologische Funde. Da wird der Indie aber ganz schön böse sein. Alcohol ist nicht gerade geschichtsfreundlich. Was finden wir denn hier? Wir, die Zakarum, wollten Kaldeum zu einer Stadt der Gnade und Erlösung machen. Hat ja geklappt. Aber wir haben die Kaiser noch nicht von den uralten Gesetzen des Exils abbringen können. Gefangene, die des Verrats überführt worden noch sind, nicht bereit. Werden noch immer in die trostlosen Sande geschickt, um mit nichts als den Kleidern, die sie am Leib tragen, zu sterben. Ah, neue Stufe, dann kriege ich neue Fähigkeiten, genau, Holzstacheln. Schauen wir doch gleich mal nach, was es bringt. Oh, Malstrom. Okay, okay, okay. Sonne verdunkeln. Ah, bin ich noch im Kampf oder was? Nee, hä? Warum darf ich das nicht ändern? Ebergefährte. Oh, jetzt haben wir ein Wutzchen dabei. Das will ich gleich mal sehen. Wutzchen Sebastian. Reduziert die Disziplinkosten von Krähenfüße. Also das ist nicht mal sowas von scheiße. Das brauche ich nicht. Splitterpfeil hat Malstrom. Verschießt Raketen, die bei Treffern euer Leben wiederherstellen. Ja, nee, ich bleib beim mächtigen Pfeilhagel. Der ist mir schön genug. Ich liebe Akupunktur. Ja, und ich gehe jetzt immer hier an der Wand lang, also immer an der einen Seite. Vielleicht komme ich da zu sehr ins Inland, muss ich mal gucken. Weil ich will ja auch da unten noch wissen, was da abgeht. Ich könnte ja einfach mal eine Schleife fahren, also einfach mal umdrehen ein bisschen. Der Eber ist cool. Und er sieht irgendwie ein bisschen böse aus, so ein bisschen evil. Ja, wir kommen nicht mehr ohne Anglizismen aus heutzutage. Ah, die kann die Granaten noch weiter wegschleudern. Das dachte. Also damit hätte ich jetzt fast nicht mehr gerechnet, weil die Gegner immer so nah an mir dran stehen. Huch! Oh nein, es sind die Wüstenraubvögel. Schleichertuch. Eben habe ich Schleiertuch gelesen. Nee, kannst du behalten. Schmeißen wir den Diablo in die Hölle zurück. Aber wie malerisch diese Grube sich in die Landschaft einfügt. Das treibt den Wüstenmietzins bestimmt ordentlich nach oben. Das verkaufen sie einem dann auch noch als Sehenswürdigkeit. Genauso wie wenn sie da in Waldorf den Baum mit dem Licht anleuchten. Bom. Ach, die Lakuni-Pirscher wieder. An die erinnere ich mich noch. Die haben schon damals nichts gekonnt. Außer ein bisschen Blut spritzen. Ich spuck dich an, bis Blut spritzt. Alter, ich bin das dicke Bata in deiner Suppe. Und das eine ist abgehauen, hä? Komm zurück, du monströser Erdnussflip. Naja, mach ich halt eure Knochen kaputt. Das habt ihr jetzt davon. Da fliegt er, der gute Herr. Aber ich bin noch lange nicht fertig. In dieser Höhle ist ein wenig Blut von mir. Okay. Ich kann es spüren. Holen wir gleich. Und dann müssen wir ja später noch die andere Höhle finden. Also denke ich, es ist kein Problem, dass wir da jetzt einfach reingehen. Bum, bum, bum. Sterbt ihr jetzt vielleicht mal? Geht's euch noch? Ach, da ist ein Boss dabei. Alter! Ich hab gerade auf Q gedrückt. Alter, willst du mich stressen? Ach, was soll's. Kann passieren. Es sollte nur nicht nochmal vorkommen. Geschmolzen. Ach, da ist, dass da so viel Schaden macht. Okay. Ja, ich kannte die Verzauberung noch nicht so und habe auch nicht groß drauf geachtet. Nur für Baba, na toll. Meine Kraft ist zurückgekehrt. Ja, gelle? Am besten gleich in die Muckibude rennen und sich ordentlich mit Whey-Pulver vollstopfen. Oh, was ist denn das? Bogenschützenbruch. Nein. Nein, nein, ich bleib bei der Waffe, die Plus auf Geschicklichkeit gibt. Der hier gibt ja nur Plus 149 Vitalität und wie gesagt, finde ich nicht so pralle. So, Tagebuch Teil 2. Ich glaube,
dass ich mit diesem Seelenstein endlich die wahre Macht der Menschheit entschlüsseln kann. Mach Sachen. In grauer Vorzeit verfügte die Menschheit über Mächte, die in diesen trostlosen Zeiten unerreicht sind. Mit dem Seelenstein werde ich mir selbst die Stärke meiner Vorfahren verleihen können. So, wieder da. Kaffee ist fertig. Willkommen zurück. Du bist gerade direkt nach dem Gespräch gekommen. Irgendwie das Timing war gut. Ja? Ja, also hier hatte ich gerade so ein Tagebuch gefunden und gerade als der fertig war zu erzählen, hast du dich gemeldet. Der Kreuzritter muss irgendeinen Sensor haben. Ausgesetzter Gefangener. Hm. Ach, da bist du ja schon wieder. Das ging ja flott. Der Raketenwurm. Das Raketenwurm-Sushi. Kopf ab. Oh, Eiersäcke. Das finde ich ganz und gar unlecker. Sehen aber ganz anders aus, als ich jetzt erwartet hätte. Komm aus deinem Loch, du Wurm. Jetzt kommt da keiner und ich mach den Pfeilhagel. Ja, aber jetzt da drüben, ne? Drecksack. Subterraner Drückeberger. Analmate. Da weiß man wenigstens, warum er so stinkt. Oh, Schatzkoppelin, Schatzkoppelin. Du kommst am ganzen Stück in mein Sparschwein. Na, warte. Wieso kann ich den nicht einfangen? Halt, ich wollte ihn doch bewegungsunfähig machen. Stattdessen komme ich nicht mehr vom Fleck, ne? Bleib stehen, du kleiner Drecksack. Ich krieg dich. Ich brauche mehr Zeit. Ah, stirb. Ist tot. Achso, ich habe auf das Falsche geschossen. Aber Hauptsache, er fand das Geleit auf die andere Seite. Rauchende Keule? Echt? Ah ne, rächende Keule. Für Kreuzritter könnte vielleicht interessant sein. Gibt allerdings nur Vitalität dazu, keine Stärke. Nö. Okay. Da kam der Wurm von hinten. Noch einer? Zeig dich! Du kleine Blindschleiche! Spucknetzspinne. Weg damit. Ich bin das Feuerzeug, das unter eurem Spinnennetz brennt und euch den Arsch versenkt. Toter Wurm. Na schön. Ich dreht euch gleich so in den Sack, dass die Eier am Kinn baumeln. Ja, sowas gibt's. Habt ihr schon mal South Park gesehen? Wurm? Wurmi? Wurmi ist nicht zu Hause. Es hat sich ausgewurmt. Ja, mein Eber hat halt auch seinen Anti-Flo-Halsband an. Irgendwas spuckt hier. Ah, das wächst ja an der Wand. Pui Daifi. Oh ja, hier ist mal was los. Spürt meinen Zorn. Spürt meine Armbrust. Und empfangt meine Bolzen und alles andere. Wurm? Ah nein. Ein Stachler, ein aufgeladener. Ich bin die Laufmasche in euren neuen Strumpfhosen. Tragen die sowas? Wahrscheinlich. That's my kind of party. Sind das zwei Bosse? Nee. Nur die Unfallswurzel. Pfeilregen. Und Geschütztürme. Dankeschön. Hält ganz schön was aus, das Teil. Ausnahmsweise. Aber im Bereich der Ausdauer dürften wir diesen Viechern doch noch überlegen sein. Ich bin das Kleinkind, das dir zum Spaß ein Beinchen ausreißt. Ja, da guckst du blöd, ne? Kennst du irgendwo? Was? Habichtmethode. Okay. Sieht schön aus, ist es aber nicht. Zerstörungsabgrund. Und was macht der? Zerstören. Ach so, das macht Sinn. Ich hätte meine Lupe mitnehmen sollen zum Insekten verbrennen. Oh, 128 Gold. Dafür kommt man noch gern zurück. Mein Eber hat den Schleim ausgelöst. Schaut und seht, die Ellie macht euch unbelebt. Go Ellie, go Ellie. Auch ich hätte Cheerleader werden das sollen, hä? Das werdet ihr nicht überleben.
So schnell kannst du deine Klamotten gar nicht waschen, wie die Flecken drauf machen. Ich sollte mir eine Sunil-Oma fest anstellen. Schon wieder so ein Rotzding an der Wand. Ist ja fast wie bei Dead Space. Da klebt auch immer wieder so Scheiße an der Wand. Hier kommen zwei Flieger raus. Nein, gar keiner. Aber hier kommt ein Wurmi. Nein. Irgendwie habe ich es nicht so mit den Vorhersagen. Da war ein Wurmi. Mann, ein Nachzügler. Flatz. Moment, dieser Stein da unten, das bedeutet doch bestimmt was. Hä? Ah, da war ein legendärer Gegenstand, von dem ich nichts wusste. Legendäre Armschienen. Oh ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Tauschen wir aus. Okay. Was gibt's da hinten im Winkel? Ich will auch. Was zum Grübeln? Mit 52 Zähnen? Und einen toten Eisenwolf. Ich hab ihnen schon gesagt, sie sollen zum Spielen nicht so weit rausgehen, aber hören die auf mich? Wieso sollten die auf dich hören? Oh, hast du den Eber draußen? Ich bin die Autorität! Und ja, ich habe meinen Eber. Mein kleines Ferkelchen. Husch gleich Sau draus. Ich weiß bloß nicht, wie sie duftet. Wahrscheinlich schön männlich nach Moschus. Höhle des Verräters. Gesundheit. Kommt jetzt mal bald wieder jemand! Zeig diesem Monster. Oh ja, setzen wir ihnen ein Ende. Das finde ich sehr schön. Das war nur ein Vorgeschmack. Ja, und wir haben noch nicht mal angefangen hier. Döner, Kebab, Feuer! Macht sie platt! Sepsis der Zenker, Gewittersturm. Oh, da musste ich vielleicht doch ein bisschen aufpassen. Also so schnell kannst du manchmal irgendwie gar nicht auf Q drücken. Das sollte doch normalerweise nicht passieren. Eigentlich nicht. Was habe ich denn gekriegt? Ein blöder Gürtel? Also für mich ist er blöde. Nee. Ja, ich weiß, jetzt zeigst du mir was richtig Schönes, ne? Ach so, Moment, lass mich mal gucken. Nee, brauche ich nicht. Okay. Das kannst du in den Zukunftshelden Fond Fundus reinstecken. Achtung, hier kommt der Klempner. Wir beseitigen ihre Scheißprobleme. Oh, da sind sie schon. Wir laufen umher. Ich bin das Nadelöhr, in das ihr euren Faden nicht reinstecken könnt. Oh. Was, Mirmi, Didl-Daddl? Du, bring keine Stärke, also magst du das wahrscheinlich nicht. Bringt mir eh nichts, ist eh schlecht. Aber es hat 452 Verteidigung oder sowas. Noch nicht. Ich bin die Zahnlücke in eurem neuen Passfoto! Massacker. Wurmi? 363 plus 162 Stärke. Schwungangriff, okay. Ich habe irgendein Kettchen bekommen. Aufragendes Kettchen. Das ist schön und es ist besser als mein voriges. Auch wenn das vorige angeblich legendär ist. Doppelt so viel wert, aber... Nee, du? Ich nehme das neue. Mich dünkt, diese Höhle zieht sich etwas. Also irgendwie die Dorfbewohner haben meistens so gar nichts dabei. Das sind doch nur arme Dorfbewohner, was erwartest du? Ja, aber komm, wenn die hier tot überall rumliegen, dann könnten sie vielleicht wenigstens ein Goldstück verdienen oder so. Pardauz? Da hat wieder jemand die Nachgeburt an die Wand geklatscht. Oh, eine Truhe. Was ist denn drin? Nee. So der erste Blick. Nee. Weder für mich noch für dich was. Wurmi! Mama ist hier. Jetzt kommt er von da hinten. Naja, der hat den direkten Weg genommen, einfach mit dem Kopf durch die Wand. Jetzt wünschte ich mir einen Hochdruckreiniger mit ganz viel Domestos und Raid und sowas. Toter Dorfbewohner. Ja, was wir da unten noch finden werden, sehen wir beim nächsten Mal weiter.
Und ich sag's nochmal, dieser Zoltun Kull, der verrät uns 100%. Das hat er ja schon ziemlich deutlich gemacht. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal dann vielleicht so weit sind, dass wir ihm auf die Schnauze geben können. Denn ich bin ehrlich, diese Tunnel, die ziehen sich doch ein bisschen. Wenn da natürlich noch ein paar mehr Minibosse wären oder sowas, klar, dann kloppe ich mich da gern noch ein bisschen länger. Aber auf die Dauer, so wie es jetzt eben lief, das ist ein bisschen eintönig. Dennoch würde es mich freuen, wenn euch diese Folge gefallen hat. Bald geht's weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.